Hallo und willkommen zurück bei Hunted. So, ihr habt direkt mal wieder den Hauptbildschirm gesehen. Und ja, beim letzten Mal war der Cut ein bisschen knapp, ein bisschen sehr schnell da. Entschuldigung fürs Husten. Das hatte damit zu tun, dass bei mir leider Hunted kaputt gegangen ist. Allerdings ist Hunted ja so intelligent und macht auch direkt mal wieder einen Save. Das ist schön für uns. Das ist wunderbar. So, da werde ich erstmal versuchen, ab hier wieder weiterzumachen. Im Grunde genommen, das, was ihr hier seht, das kennt ihr, glaube ich, noch nicht. Weil ich war da unten bei dem Typen da. Ne? Und da ist mir alles abgekackt und damit auch die Aufnahme. Ich glaube, ich war hier draußen gewesen. Da war die Aufnahme zu Ende. Im Grunde genommen bin ich jetzt nur hier reingegangen. Das heißt, ihr habt jetzt nichts verpasst. Die haben auch nichts gesagt, soweit ich weiß. Einfach nur Tür aufgemacht, hier reingegangen und da war der Safe Point. So. Und weiter geht's. So. Mal schauen, worauf wir jetzt noch treffen. Unsere Aufgabe war ja noch gewesen. Wie mache ich das nochmal auf? Hier. Wir müssen die Leute von Dyfed finden und sind immer noch auf der Suche nach der Seraphine. Um sie vor der Queen of Darkness. Ne? Ja. Queen of Darkness zu retten. Zu schützen. Whatever. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob das wieder abschmiert. Ich hoffe natürlich nicht. I was the mistress to the son of the great king of Dyfed. They said our victory over Kalamor was imminent. The decades-long war was almost over, they said. The prince had promised once there was peace, he would divorce his wife and marry me. That would have shown those gossiping hags in the marketplace. So, bei dieser einzelnen Person ging es darum, dass sie eine Frau zu Hofe war und dass ihr von dem Prinz versprochen wurde, dass er, sobald der Krieg gewonnen ist, seine eigene Frau scheiden wird. Ja, scheiden wird, sagt man das so? Nee, ist irgendwie doof. Sich von seiner eigenen Frau scheiden wird, das passt besser. Und dann diese arme Dame, die es zumindest nicht überlebt hat, heiraten soll. Tutentut, tätretä. So, das öffnet man. Und damit haben wir noch was gefunden. So. 4 Kristalle haben wir jetzt. Das heißt, wenn wir das nächste Mal etwas finden, könnten wir schon mal mindestens 4 Sachen verbessern. So, das können wir kaputt machen. Davon haben wir aber noch genug. Und auch noch mal etwas zum Heilen. Und wir bleiben stehen. Zu spät. Schlichtweg einfach. What the hell? Must be lunchtime. Ja. Well, let's go then. Safest time to chase a giant spider is when it's full. Ja. Mittagessen hatte ich vorhin auch. I thought elves were supposed to be nimble. Ich hau dich gleich um, hier nimble und so. Ach ja. Die Elfen sind ja so schmächtig und haben keine Körperkraft, ne? Hm, interessant. Schade. So. Ist natürlich sehr praktisch, dass für uns jetzt hier. Na. Dass für uns jetzt hier plötzlich der Weg aufgemacht wurde. Wunderbar. Und wir schießen langsam. Das ist das Problem bei einem starken Bogen. Mit dem kann man nur langsam angreifen. Kann ich hier irgendwas machen? Das sieht so aus, als wäre dahinter etwas, ne? Aber das ist hoffentlich mal nur Kulisse. Ach so, hier gibt es jetzt wieder schön etwas zum selber machen.
Das heißt, wir werden da nie wieder hinkommen. Schade. Mich regt jetzt jedes Mal auf, wenn ich irgendetwas verpasse an Secrets oder so. Weil ich will zwar nicht unbedingt einen 100% Run machen, aber es ist für das Gameplay doch schon schön, wenn man alle Sachen findet. Oder möglichst viele. Bitte. Das ist nicht schön. Der hat sich zwar jetzt, was weiß ich, wie oft bedankt. Und wir können ihn leider nicht zerschneiden. Schade. Und er sagt, wir sind jetzt nicht mal mehr hinter Deckungen sicher, weil die haben explosive Pfeile. Die Walker. Und das wird nicht schmecken. Das wird nicht schmecken. Da sind sie auch schon. Wow. Da sind sie. Okay. Wie wir sehen, brauchen die ihre Zeit, bis sie explodieren. Zum Glück bleiben die aber am Boden. Naja. Ist dann aber doch noch ein geringes Übel. Weil da kann man ja noch gut gegensteuern. Im Fachjargon auch ausweichen. Na, wo sind die? Ach, da. Und mit dich auch noch eins. Noch einer. Und das waren alle Bogenschützen. Armbrustschützen. Arbalesten. Equipped 300. Meinst du es besser? Ja, Pfeile. Sind wir wieder auf 100%. Wieder was mitgenommen. Und jetzt haben wir auch wieder etwas Mana. Ab geht's nach unten. Und schauen wir mal. Ja, I hate melee fighters. Nahkampf. Mag ich auch nicht. Ich mag auch lieber Fernkampf. Das schmeckt besser. Ach, hey. Und einfrieren. Was bei denen irgendwie... Ja, bringt ja doch was. Und ich muss lernen zu treffen. Verdammt. Ist das alles gar nicht mehr so einfach. Das Problem bei Pfeil und Bogen ist, dass hier die Kollisionsabfrage wirklich recht gut gemacht ist. Ah, schon ein kleines bisschen am Kopf vorbei und ich treffe nichts mehr. Ich habe endlich mal einen Angriff geblockt. Hab dafür leider aber auch was kassiert. Ist jetzt eigentlich nur die Frage, wofür man das ganze Geld braucht. Ist es einfach nur collectible? Weil bisher, also es gibt ja keine Shops oder sowas in der Richtung. Zumindest bisher nicht. Dabei sind wir eigentlich schon im zweiten Kapitel und eigentlich schon schade. Und Gag, wir kommen nicht weiter. So. Und es knistert die ganze Zeit, als wenn hier irgendwo etwas wäre. Irgendwo eine Spinne oder sowas in der Art und Weise. Aber ich habe gerade keine Ahnung. Ja, einfach mal Arrow to the Knee. Arrow to the Knee. Und ja. Einfach mal den Kopf abschlagen. Das machst du gut, Kerdek. So. Arrow to the Chest. Arrow am Knee vorbei. Und Arrow to the Knee. Ja. Aber langsam reicht es auch mit Arrow to the Knee. Puh, gut, einen fünften Kristall haben wir jetzt auch zusammengesetzt bekommen. So, wo müssen wir lang? Mit Z. Was? Nach dort hinten. Okay, dann schauen wir erstmal, was hier ist. Nur Heilung. Langweilig. Egal. So, jetzt haben wir... Oh. Seht ihr das Leuchten da hinten? Oben links in der Ecke? Ja, da kommen wir gleich bestimmt noch hin. Wunderbar.
Hier ist nichts zum Aufschießen oder so. Nicht? Nein, aber hier knistert es wieder so großartig. Ach so, damit wir da lang kommen. Okay. Ja, dann kommen wir da automatisch hin. Hören wir uns eine weitere Geschichte an. I was a peasant woman of Dyfed. After the tyrant of Kalamor struck back against the city, the great king brought us here into the dungeons. They say it is to protect us from the tyrant. They say the tyrant consorts with demons, that he feeds them his people. I prayed and prayed and prayed to them, and they heard my prayer. My children and I were slain by soldiers of Kalamor. Not sacrificed to their dread demons. Ja. Einigen Leuten wurde anscheinend verklickert, dass die hier unten sicher seien. Die gehörte unter anderem zum normalen Fußvolk von Dyfed. Nehme ich an, es ist ja hier direkt unter Dyfed. Ne? Was hier alles ist. Und die ist vor den Kämpfern von Kalamor geflüchtet. Also mit denen Dyfed im Krieg war. Und ja, die haben es anscheinend nicht überlebt. Weil sie von eben jenen genannten Kriegern aus Kalamor getötet wurden. Obwohl sie gesagt bekamen vom König, ja, es ist ja sicher. Und haben wir direkt noch eine Geschichte. Hey, das sind ja heute richtig viele. My treasures. My pretty, shiny treasures. Only at the glowering gargoyle could the key to reaching my treasure be found. My poor, pretty, shiny treasures. Ich denke, das war mal wieder ein Hinweis auf ein weiteres Rätsel, wo wir wieder tolle Sachen finden können. Und was er im Grunde genommen gesagt hat, ist recht einfach zusammenzufassen. Mein Schatz! Mein Schatz! Hier geht es weiter. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Hier ist aber nicht viel Platz zum Umgucken. Dann schauen wir mal, was hier in der Ferne ist. Nämlich gar nichts. Beweg dich! Habe ich hier hinter noch was gesehen? Nein, habe ich nicht. Okay. So. Und? Redet immer wieder miteinander? Ach, das wäre schön. Komm, in Dialoge. Nein, aber ein Autosave. Autosave ist auch immer toll. So, ich trinke mal kurz etwas. Weil trinken ist gut, trinken ist gesund und so.